Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. In der letzten Folge haben wir dieses kleine Ding hier gebaut, was ihr jetzt hier auf dem Startpad seht. Und warum es hier steht, ist, weil wir heute den letzten Test machen hier auf Minus, wollte ich sagen, auf Kerbin, bevor es nach Minus geht. Denn den anderen Test, den ich noch vorhabe, der uns ein bisschen das Leben erleichtern wird beim Fliegen, den muss ich selber machen, weil es wird eine Zeit dauern. Und ich glaube, das wollt ihr nicht unbedingt sehen, weil das ist Programmieren. Da muss ich, bedeutet 3000 Mal testen, ob die Texte teilweise funktionieren, ob das alles einwandfrei verläuft. Da werde ich selber hier auf den Launchpad ein paar Mal noch stehen. Wenn es funktioniert, steuern wir am Ende wirklich die Rakete nur noch wie folgt. Nicht so, sondern so. Die müssen auch noch dann in die Mitte gesetzt werden vom Gewicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Es wird am Ende ein reines RCS-Flugzeug. So. Aber nicht lang schnacken. Wir müssen nach da hinten. Da hinten steht was. Und das wollen wir jetzt abholen. Aber davor tun wir einen Flügeltest durchführen. Wenn ich wüsste, wo zur Hölle da meine Steuerung ist. Steuerung, komm raus. Steuerung. Da, danke schön. Steuerung funktioniert, wie scheint. Perfekt. Muss ich die locken oder sind die... Engage Lock. Ist gleich gar nicht doof, wenn man es macht, ne? Wir werden sehen, wie stark das ist. Wir aktivieren mal die Booster. Wir aktivieren hier den... Jetzt so ungefähr wird dann auf Minus gesteuert. Um Richtung Ziel zu kommen. Natürlich brauchen wir da viel weniger Schub. Aber es soll genau dasselbe Ziel ergeben. Und leider verbrauchen wir jetzt viel zu viel. Sprit gerade. Da vorne seht ihr aber schon den Tank stehen. So. Wir müssen nur kurz einen Lift-Test machen. Und drehen. Okay, irgendwie hat es nicht so geklappt, wie ich erhofft habe. Oh, fuck. SOS-Absturz. Okay, so war das nicht gedacht. Deswegen will ich das eigentlich nicht so... Tschüss, auf Wiedersehen. Oh, jetzt ist es vorbei. Oder fliegt's noch? Nee, es hat seinen Booster verloren. Schade. Okay. Ich würde zurück zum Start, bitte. Wir machen das diesmal ein bisschen einfacher. Wir drehen das in die Richtung, in die wir fliegen wollen und fliegen dorthin. Ist, glaube ich, einfacher. Komm schon. Mach schneller. Im Grunde ist der Plan, wir tun diese Woche Folge das Testen. Und in der nächsten Folge geht's dann Richtung Minmas. Dann soll das landen, dann wird ein Tank noch hinterher gesendet, beziehungsweise ich würde das gerne auf einer Landeplattform für das Teil, speziell dafür gebaut, landen lassen. Da können wir das dann auftanken und alles und wir müssen eh schon, habe ich überhaupt einen Tank, schon einen Tanknozzle dran? Ja, habe ich, okay, perfekt. Da wird dann angeschlossen und getankt und ja, das ist ungefähr der Plan. Das soll halt dann Missionen fliegen oder halt Sachen von ein bisschen weiter herbringen. Genauso soll es einen Rover geben, der das dann macht. Aber okay, wir müssen in...
die Richtung. Oh fuck, ich habe vergessen, dass ich SRS vergessen habe anzumachen. So, wir fliegen mal schnell so. Retrograde drehen. Weg. Fast perfekt, fast perfekt, fast perfekt, fast perfekt. Du wackelst. Perfekt. Da drüben müssen wir hin und jetzt haben wir noch 300 MS. Okay, man merkt auf jeden Fall, dass das nicht für hier oberflächenmäßig gearbeitet ist, weil es einfach nicht zurechtkommt auf der Atmosphärenfläche. Wir können einmal kurz Solarpaneele checken. Solarpaneele füllen auf jeden Fall elektrischen Strom auf, auch wenn wir da schon von vielleicht viel zu viel haben. Wie viel habe ich denn da rein? 2, ne? Ja, das ist eigentlich viel zu viel. Können wir gegen den Tank austauschen. Das wäre gleich effizienter. Immerhin muss das Ding relativ gut fliegen können. Was es eigentlich macht. So, jetzt können wir mal die Clamp auch mal aufmachen. Bewaffnen. Weiß nicht, ob die uns jetzt die hochschießt. Aber doch schon, die macht uns auf. Und wir tun jetzt hier wir machen auf 2,5 Meter. Wir schließen die Solar Panels. Die erste Mission wird, das Ding wird eh erstmal bei der Station landen sein. Und dann soll es hinhovern, so. Leute, fuck, ich hab vergessen, ich sei's an. Wir haben den Booster verloren. Mann, ich will doch bloß dahin landen. Och, Mann. Ich will doch bloß landen. Ich habe außerdem was gern. Warum habe ich gerade Booster-Perche verbrochen? Also fliegbar ist es. Ich weiß bloß nicht, ob ich heben. Obwohl, ich kann heben. Warum probiere ich das eigentlich? Okay, weil ich es wissen will. Okay, wir machen es noch einmal. Ich fliege. Alter, 3 Fehlversuche. Stell dir mal das in echt vor. Flugzeugbau zum Start zurücksetzen. Wir werden aber diesmal eine andere Konfiguration testen beim Fliegen. Das ist vielleicht gar nicht doof. Und nächstes Mal nicht. Deswegen habe ich eigentlich noch was geplant, was da reinkommt. Und deswegen muss es ja noch perfektioniert werden. Weil meine Vögel durchdrehen. Genau. Aber seid froh. In weniger als 3 Wochen hört ihr die denn nicht mehr, weil ich dann umgezogen bin. Aber da gibt es eh noch ein kleines Infovideo. So. Come on. Ich will das Ding fliegen. Ich habe da voll Bock drauf. Und zwar auf Minmus. So, okay. Konfiguration ändern. Also ich bräuchte das auf so eine Schnelltaste. Ich will mal wissen, wie es ist, wenn wir den auf der Höhe fliegen. Okay. Es ist aktiviert. Es
Es fliegt sich so viel instabiler, das merkt man. Die breiten Beine, Arme tun ihm eigentlich voll gut. Deswegen geben wir ihm die auch wieder, aber er kann sie im Flug ändern, das ist schon mal gut zu wissen. Mann, das ist jetzt viel einfacher. So, okay. Ab, Cut-off. Rotation. Oh, fuck. Ich hab gedacht, das Ding hält sich. Hey, wir sind gelandet und das in der Nähe. Geil. Richtig nah. Oha, die Steuerung mit RCS funktioniert extrem gut. Brutal. Jetzt müssen wir dich dann bloß, wenn du mal in die Mitte gehen würdest. So, okay. Darüber fliegen. Das wird nochmal lustig mit 400 MS. Könnte interessant werden. Wir... bewaffnen dich mal, entwaffnen dich, schalten auf 2,5 Meter. Auf eine Art wirkt es ja wie Beine, das ist eigentlich mega geil. So, okay. Jetzt das heißt es konzentrieren. Okay, ich spiel mit denen da. Fuck, das war falsch. Was machst du, Mann? Ich glaube, wir nehmen anstatt dem Gatling Hulk einen normalen. Das hätten wir jetzt schon mal rausgefunden. Okay, Flug zurücksetzen zum Flugzeugbau. Okay. Aber es ist alles gecheckt, wir wissen, was zu tun ist. Ich nehme einen Grappling Hook, einen normalen, und hin ist an. Oder wir nehmen Magnetic Lock, das ist gleich einfacher zu manövrieren. Müssen wir mal gucken. Das wäre eigentlich auch interessant herauszufinden. Wenn wir Magnetic Hook nehmen, dann müsste doch eigentlich andocken, oder? Warte mal. Also, ich finde es geil, Tool. Geil, das Teil cool, aber ich verstehe noch nicht so ganz, wie es funktioniert. Ob ich dann halt hier. Weil bewaffnet ist es ja dann. Select Mount Type. Ja, das ist halt noch die Sache. Es gibt aber hier, wenn ich mich nicht irre, deswegen sind wir hier, weil das jetzt ist mir wieder herausfinden. Deswegen habe ich euch, dachte ich euch mit. Wenn wir das hier unten dran packen, ne? Warte mal, dann können wir doch am besten gleich hier zu Kerbal Attachment. Es gibt doch diesen Magneten. Gab es nicht mal einen Magneten? Ich bin mir sicher, es gab mal einen Magneten. Ja, nee. Dann nicht. Dann halt den normalen Grappling-Arm. Den müssten wir doch schon haben, oder? Irgendwo. Das ist der große und das ist gleich der kleine, ne? Mini-Greifarm. Genau. Bottom. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht sogar den verbauen sollte. Der ein bisschen übertrieben ist. Wir nehmen den kleinen, der wird schon reichen.
Dann gehen wir hier Botten, machen wir so ein bisschen kleiner wieder. So. Das passt, genau. Und damit sollten wir dann zugreifen können. Ich hab echt gedacht, es gibt Magneten. Aber okay. Dann begeben wir das mal in eine Ablageposition. Andere Richtung. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge dann auf der Startplattform wieder, wenn wir diesen kleinen Skycrane zu Minmus bringen. Und ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.